Hi Freunde und willkommen zu einem weiteren Conan Exiles Video. Und in dem letzten Video haben wir ja hier die Werkbank gebaut, die ich jetzt weiter nutzen werde. So, Metall haben wir auch erstmal durch. Es ist jetzt natürlich nicht so viel. Aber, ja, gut, wir schauen mal, was wir damit erreichen können. So, Äste habe ich jetzt auch. Das heißt, wir können jetzt erstmal die Standardvarianten bauen. Und für die reicht es schon nicht mehr, weil ja, nichts mehr da. So. Das würde bedeuten, ich müsste weiter auf die Suche nach Eisen gehen. Schauen wir mal. So. Da haben wir auf alle Fälle erstmal die aus der Axt. Ich hätte mir ein bisschen Eisen mitnehmen sollen. Falls die mal kaputt geht oder so. Gleich noch einen Stufenaufstieg, das passt. Das sieht auf alle Fälle ganz gut aus, aber ich wollte ja eigentlich nach, ja, so kann man hier natürlich auch reingehen. So. Wo kommt dieses Brenngeräusch? Hier ist doch gar nichts an. So, ich wollte dann jetzt mal rumgucken hier. Die alte Strecke hier, die ich letztens gelaufen bin. Denn hier hätte ich auch ein bisschen Eisen gefunden. Zwar nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Naja, hier sage ich doch, hier waren doch die vier Klumpen noch. Da können wir dann vielleicht schon die besseren Werkzeuge noch bauen, was mir jetzt noch fehlt. Die Axt und ein Schwert oder sowas. Jetzt weiß ich gar nicht, ob hier oben noch eins war. Ich glaube, hier hinten war nichts weiter gewesen, gell? Ah, doch hier. Ich muss nur aufpassen, dass hier kein Gegner ist. Ich will mich jetzt nicht mit denen anlegen. So.
ist auch erledigt. Nichts weiter. Okay, da unten ist ein Krokodil. Mit denen will ich mich auf alle Fälle nicht anlegen. Dann gehen wir mal zurück. Denn ich habe auf der anderen Seite auch noch ein bisschen Eisen gesehen. Ja, geh doch mal hier durch. Mensch, das sind nur ein paar Steine. Moment, ich muss mal kurz gucken. Hat das Vitalität? Nee, das war Stehvermögen, oder? Ja, die maximale Ausdauer, genau. Mal ein bisschen besser rennen können hier. Das ist doch scheiße, wenn sich das so schnell verbraucht. So sieht es doch schon besser aus. Weil da drüben... Ja, genau da, wo noch ein Krokodil ist. Scheiße. Da hinten ist noch eins. Sogar mehrere. Nur aufpassen, dass die wegbleiben. Ja, sieht aber gut aus. Aber ich würde gerne noch hier drüben. Eine Ausdauer mehr. Achso, ich wollte noch was trinken. Okay. Hier oben stand nämlich auch noch einer. Einsam und alleine rum. Hier steht auch noch einer, sehr schön. Hier liegt einer. Okay. Ja, das Krokodil hat mich gesichtet. Ah, der Vogel ist auch schon wieder da. Das Krokodil kommt immer noch hinterher, das hat immer noch Aggro, das ist doch nicht gut. Okay. Krokodil kämpft jetzt auch mit dem Vogel. Jetzt habe ich natürlich dann wahrscheinlich das Krokodil bei mir vor der Haustür. Das gefällt mir gar nicht. So. Dann können wir das erstmal verarbeiten. Und ich hatte ja hier zwei Kisten hingestellt. Da werde ich das Zeug erstmal reintun. So.
Das ist natürlich die Frage. Ach, die bekämpfen sich ja immer noch. Okay. Ah, Vogel ist tot. Na, ja, kriege ich kaputt. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ist der Vogel weg und das Krokodil jetzt auch. Ja gut, das war eigentlich gar nicht so schwer, wenn ich das jetzt so sehe. Ich meine, klar, das hat ein bisschen Schaden gemacht. Aber so schwer fand ich das jetzt gar nicht. So. Das hätten wir auch. Das geht hier nicht rein, das geht hier auch nicht rein. Das muss ich dann hier rein tun. Das ist ja sowieso erstmal nur eine Startbasis hier. Das ist ja jetzt erstmal nicht so, dass das jetzt eine Riesenbasis oder sowas wird. Das ist ja nur erstmal, um den Punkt zu haben, wo ich mein Zeug lagern kann. Und wo ich anfangen kann hier mit bauen. So. Mal gucken, wie viel haben wir jetzt schon? 19. Ja, dann können wir wenigstens schon mal die Axt bauen. Das Holz. Und dann bräuchte ich natürlich noch ein Schwert oder irgendwas. Da weiß ich jetzt nicht, was ich jetzt genau nehme. Ich würde sagen, ja, auf alle Fälle kein Langschwert. Ich will was Kurzes haben. Vielleicht das hier. So, aber dazu brauche ich halt noch ein paar Eisen. Und zwar 27. Aber ich kann ja hier noch ein bisschen Steine abfarmen, damit ich mir nicht ein bisschen gescheiteren Eingang machen kann, weil den ich jetzt habe, da hochzuhüpfen und sowas, das ist immer doof. Gleich hier wieder die Kohle mit. Da muss ich dann auch mal sehen, dass ich mir wieder besseres. Also ich brauche auf alle Fälle Stahl. Das muss ich sehen, dass ich mir das zulege. Für die verbesserten Werkzeuge. Denn die sind natürlich noch eine Nummer besser, gell? Ja, das ist natürlich jetzt viel mit Farming beschäftigt hier. Dadurch, weil ich das auch nicht hochgestellt habe. Aber ich denke mal, das sollte nicht das Problem sein. Und
alle Fälle sollte der nächste Plan darauf hinauslaufen, hier ein bisschen das Gebiet zu erkunden. Dass ich mir mal ein bisschen hier Überblick verschaffen kann. Vor allen Dingen auch, wo vielleicht mal ein Metallspot oder irgendwas ist. Also ich bin jetzt bei Weitem überladen, glaube ich. Aber das ist nicht schlimm, ich nehme auf alle Fälle die Klumpen jetzt noch mit. Ja, die Cola. Außer, ja, das wollte ich gerade sagen, außer die Axt geht kaputt und die ist kaputt gegangen. Hab zu spät drauf geschaut. Aber das ist nicht das Problem. Da unten ist auf alle Fälle noch ein Eisenklumpen, sehe ich gerade. Die Frage ist natürlich, ob ich das dann hier mache. Mit dem Eisen herstellen. Mit dem Stahl herstellen, nicht Eisen, Stahl. 23 fehlt noch ein bisschen. So. Jetzt braucht man. Ich denke mal, 4 Stück sollten reichen. Ach so, ja, jetzt brauche ich natürlich das Eisen. Reparieren. Ah, ich kann das Teil, glaube ich, gar nicht draußen reparieren, gell? Also gebe ich natürlich das auch aus, gell? Das ist natürlich scheiße. Okay. So. Mal bis jetzt, das ist nicht gerade viel, gell? Ich bin noch beim Überlegen, ob ich vielleicht die Rate ein bisschen hochstelle. Ob ich die Rate vielleicht ein bisschen hochstelle, ich weiß es noch nicht. Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen. Das ist doch ein bisschen wenig, was hier so teilweise rauskommt, gell? So. Hier ist nichts weiter, nö. Da ist auch nichts weiter. Ich brauche Ausdauer. Okay. Ja, ich sehe jetzt hier hinten auch nichts weiter. Ich will jetzt aber auch hier nicht zu weit gehen. Da hinten sind nämlich ein Haufen Krokodile. Ich meine, ich könnte mich mit denen anlegen, aber die Waffe, die ist auch fast breit. Ich glaube, hier die Wildschweine müsste ich auch mal wegmachen. Also hier oben ist die Kohle schon wieder respawned.
Also wenn ich so einen Spot als Metall finden würde, wäre das natürlich ideal, gell? So, so, so. So, das sind gerade mal 25. Das heißt, 5 würden noch fehlen. 4. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Jetzt haben wir auf alle Fälle erstmal die ersten Metallwerkzeuge. Und als nächstes würde dann das Schwert noch kommen. Aber wie gesagt, wir sind schon wieder bei 20 Minuten angekommen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Alles klar, ihr lieben Leute. Wenn ihr Fragen zu Conan Exiles oder ähnliches habt, schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ich versuche das dann relativ zeitnah zu beantworten. Und ja, dann wünsche ich erstmal viel Spaß beim Spielen. Guten Loot und bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschaußen.